Hurra, 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 der Wendler ist wieder da. Yeah, heute ist die erste Hälfte 2019. Ladies and Gentlemen, Frank Wendler hat sein neues Lied und ich mache es. Ja. Ich hab mein Leben lang gesucht mit dir. Jetzt bist du da. Er hat gesucht nach ihr und er hat sie gefunden. Am 1.11.2019 ist das Lied nun da. Ihr könnt es, wie gesagt, abrufen. Ich habe auch gerade mit Frank Wendler gesprochen und dadurch kommt natürlich eine Laudatio ab sofort erhältlich. Der neue, ich freue mich drauf. So heißt das Lied natürlich nicht. Es heißt gesucht nach dir. Jawohl. So, ein großes Dankeschön an Massimo sowie Pit Berger, der mir damals diesen Song geschrieben hat. Pit Berger hat Frank den Song geschrieben und ja, so ist das. Bei Fiesta Records ist die Veröffentlichung heute 1.11.2019 vollzogen worden. Wie gesagt, ich unterhalte mich gerade mit ihm hier frisch. Jawohl, ganz frisch unterhalte ich mich mit ihm. Und wie gesagt, er sagt auch gleich was dazu. Wie gesagt, Fiesta Records ist für die Veröffentlichung zuständig. Und ihr könnt euch Geschmack holen bei YouTube unter Frank Wendler eingeben. Und dann könnt ihr euch den Song anhören. Gesucht nach dir. Ich sah dich dort stehen. Einmal dieser Moment, dieses Kribbeln im Bauch, das ein jeder kennt. Du standst an der Bar mit dem Glas in deiner Hand. Ich stellte mich zu dir und die Liebe begann. So, und die Liebe begann. Also, Ladies and Gentlemen, für Frank Wendler ist heute am 1.11. die CD erschienen und ihr könnt sie laden, herunterladen und so weiter. Ihr könnt auch Frank Wendler eingeben bei YouTube, euch den Song schon mal anhören, so wie ihr ihn jetzt soeben hier bei mir hören durftet. Ich begrüße total und recht herzlich alle Frank Wendler-Fans und besonders hier auf seiner Fanpage-Seite. Ladies and Gentlemen, Frank Wendler. Genau. Ich hab ein Leben lang gesucht mit dir. Jetzt bist du da. Ich kann mein Leben passen, du bist hier. Das ist wunderbar. Also, nix wie ran. YouTube einschalten. Oder kaufen bei Amazon. Oder fragt Frank Wendler selber. Ich bedanke mich total und herzlich fürs Zuhören.